Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Bausimulator im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Ja, wir machen heute das Hotel im Villenviertel. Jetzt seht ihr vielleicht, oh, 817.000 auf dem Konto. Außerdem habe ich auch noch ein bisschen vorbereitet, weil wir diesen reichen Schlüssel dort haben, habe ich auch noch dieses Auto hier. Das steht nicht einfach nur so rum, sondern das haben gehört jetzt uns. Das müsste, glaube ich, auch das Ding sein, das wir wegen Vorbesteller-Dings bekommen haben, ne? Ja, das gibt es als Vorbesteller. Genau. Da fahren wir jetzt gleich mal zum Auftrag hin. Was jetzt mal fragt, woher das ganze Geld kommt. Wir machen offscreen so ein paar von den anderen Aufträgen, die man noch machen kann. Es gibt ja die Kampagnenaufträge und auch diese anderen Aufträge. Und die machen wir einfach offscreen so ein paar von. Jo, genau. Also jetzt haben wir hier unseren heißen Schlitten-Tobi. Einfach so hupen und dann steigen die Leute, die man damit überzeugen möchte, direkt in den Wagen ein. Das ist so eine 100% Garantie, um Leute abzuschleppen. Oder? Ich Was möchte mich hältst du? ganz klar von dieser Aussage distanzieren. Oh, wer hat denn diese Straße hier gebaut? Hier ist ein Huckel drin oder so. Das ist ja eine Ich finde die Straße Schweinerei. wunderbar. Das hat die eine Profifirma gebaut. Ich glaube auch. Warte mal, auf dem Plakat da vorne ist da Harpe drauf, mit Ja, der da er ist da Harpe drauf. hochstreckt. Geil. Harpe ist Werbemaskottchen für den Bonzentypen hier. Ich glaube einfach für den Bau hier. So, geparkt. Ich würde sagen, wir nehmen das ganze Ding mal an. Und ich habe mir vorhin noch mal so ein bisschen überlegt, weil das Ding ist, wenn wir jetzt den halt auf normal machen, dann kriegen wir halt 1,4 Millionen. Und das ist ein Riesenhaufen Arbeit. Und die Folge wird wahrscheinlich so 40 Minuten. Deshalb würde ich eher sagen, wir machen den Auftrag auf hoch, kriegen 2,6 Millionen, also 1,2 Millionen mehr. Das ist so, warte. Fast das Doppelte. Das ist fast mehr das Doppelte. Da kriegen wir halt allein für die Bauvorbereitung kriegen wir schon 1 Million. Und es ist halt alles nochmal ein bisschen cooler. Also zum Beispiel, wo hatten wir es hier? Die geböschte Baugrube zum Beispiel. Dann machen wir hier auf Mittel, machen wir zum Beispiel nur zwei Erdrampen. Diese geböschte Baugrube, das ist einfach. Wir heben sozusagen den ganzen Mist aus. Also wir heben wirklich alles aus. Das ist schon ziemlich cool dann. Auch zeigen, wer wir sind. Guten Tag. Haben wir uns etwas verbessert seit dem letzten Auftrag, seitdem wir hier zusammengearbeitet haben? Mit dem geplanten Hotel verschaffe ich mir garantiert einen Platz auf der Titelseite von Luxusleben heute. Auf diese Weise wird in gehobenen Kreisen wieder mehr über unsere Stadt und natürlich mein Hotel gesprochen. Ich möchte, dass jede Investmentbank und alle Luxusliebenden der Region von diesem Hotel erfahren und jede Zeitschrift im Land über uns berichtet. Die Devise lautet: Großdenken, Großhandeln. Ist so ein bisschen arrogant, habe ich das Gefühl. Okay, also wir sollen ein 5-Sterne-Hotel bauen. Yo. Ich Oberboden glaube nicht sogar abtragen. Wir 5 hatten hier so Sterne einen nimmt Haufen der nicht an. hingelegt. Ja, wirklich. Ey, was ist denn das hier? Da würde ich sagen, Eine Bagger Planierraupe. holen. Eine Planierraupe. Und Bagger, ja, den auch. Ja. Auslagern, Planierraupe auslagern. Außerdem Muldenkipper. Wir haben nämlich festgestellt, man kann die Erde, beziehungsweise das, was man halt mit dem Bagger abträgt, das kann man in den Muldenkipper laden und einfach verkaufen. Da kriegt man doch mal pro vollen Muldenkipper kriegt man ungefähr 6.000, glaube ich. Also es ist durchaus lohnenswert, das dann immer noch mal mitzumachen. Mit den drei Maschinen sollten wir es hinbekommen. Oh, Schnellreise. Also dort ist irgendwie so ein Loch und das ist schon passend. Da haben wir ungefähre Orientierung von der Höhe her. Warum spawnst du dort? Ach so, und vielleicht sollte ich den Coupé vor dem Beginn der Bauarbeiten einlagern, dass der hier Aber eine nicht Idee. noch beschädigt wird. Ja, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerne hättet, so vom Cutten her. Dass ich jetzt sozusagen, weiß nicht,
dass ich hier jetzt einfach einen Zeitraffer mache, wie wir hier alles wegbaggern, oder wollt ihr mehr Action sehen, wie wir das hier machen, also dass ihr sozusagen einfach auf normaler Geschwindigkeit hier das anguckt und wir kommentieren das alles noch ein bisschen. Müssen wir halt dran denken, dass wir das auch machen. Wir haben schon 73% fertig? Wie das? Ich weiß es nicht. Wohl gerade einen Bagger holen. Wo wir schon fast fertig sind? Nee, ist schon richtig, Los. aber 73%, das ist wahrscheinlich. Ach, der. Ich vermute mal, der rechnet die höchste. Das höchste Ding, also von diesem Hügel aus, rechnet der, dass es auf jeder Dings so weit hoch ist. Auf jeden Platz so hoch ist. Und deshalb haben wir halt schon 77% abgetragen. Weißt du, wie ich Ja, meine? das kann sein. Das ist natürlich ein Bug Dann würde ich mich und an müsste den behoben Hügel mal werden. dran machen, der da ist. Jo. Während ich hier mit der Planierraupe. Wobei, das geht echt schnell. Sicher, dass wir hoch angenommen haben? Ich glaube nämlich schon, aber. Ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren, ne? Also. Welches Geld halt, ne? Weniger machen und mehr Geld dafür, das ist. Sage ich nicht nein zu. Aber es geht ja echt schnell. Na cool, ich bin jetzt schon gleich fertig. Zack, fertig. Ich habe mich mal angefangen mit Baggern. Ja, das ist komisch. Naja. Das sieht eher für mich aus nach sehr niedrig. Als Auftragsstärke oder Schwierigkeit. Zack, Aber wir fertig. beschweren uns nicht. 10%. So, geböschte Baugrube ausheben. Das hier alles einmal ausbaggern, bitte. Kannst du mal gucken, wie tief du buddeln musst? Ich würde es mal hier hinstellen. Soll ich mal einen zweiten Bagger holen? Na, es geht ja sogar von der Tiefe her. Da können wir auch einen kleinen Trick machen. Und. Also wenn das halt wirklich nur so flach sein soll, dann nehme ich mir jetzt einfach die Planierraupe und heb das damit aus. Weil, warum soll ich da einen Bagger verwenden? Ja. Allgemein ist das so ein Tipp, man kann da sehr schön ein bisschen tricksen, wenn man jetzt nicht so Lust hat, so ewig zu baggern, mit der Planierraupe ein bisschen nachhelfen. Also die bewegt auch Erdmassen, das kannst du dir nicht vorstellen. So hier zum Beispiel, ne? Ja. Alter, wie viel Erde schiebst du denn Die da? ist Alles sehr krass. so ein Du bisschen musst broken, ne? Erdberge Das hinten, muss ja ist. auch jemand abtransportieren, aber zum Glück müssen wir das nicht machen, ne? Diese Erdberge hinten dann abtransportieren. So, wenn es raus aus dem Bereich ist, ist es raus aus dem Bereich, also. Ja, und das ist dann nicht mehr unsere Arbeit. Dafür muss Korrekt. der Herr schon andere Leute anstellen, die das machen. Ich fahre auch die ganze Zeit Bin rückwärts, ne? erstmal durch den Bagger einmal durchgeglitscht auch. Cool. Ich müsste mich eigentlich mal drehen, damit es richtig rum ist. Hallo, ich bin neben der Fahrerkabine bei dir. Hey, Hilfe! Hilfe. Guck mal, ich renne neben der Fahrerkabine. Sowas. Gangster. Ach, was will der denn? Geht doch. Ah, haben wir es so gemacht. Kies liefern und verteilen. Yay. Yay, die Yay. Lieblingsaufgabe, Tobi. Ja. Nur zur Info, ich hasse diese Kiesaufgabe jedes Mal. Was haben denn alle immer mit Kies? Den brauchst du halt als Verdichtung des Baugrundes. Hm. Gut, ich hole dir mal eine Ladung Kies, ne? Yay. Und so Erde noch plattgewalzt hier. Oh, kann ja nicht schaden. Nö. Alles so ein bisschen verdichten.
Was ich interessant finde, ist, dass sich der Bereich sich manchmal so ein bisschen ausbreitet, ohne dass irgendjemand dort lang fährt. Siehst du das auch manchmal? Ja. Spielerlevel, neuer Fertigkeitspunkt, schon wieder. Profil. Nee. Spielfertigkeiten. Oh, Viskosität hier nochmal. Ja, neues Spielerlevel. Errungenschaftsfortschritt. Ausgelernt. 15 von 30. 1,3 Millionen! Ja! Geld! Geil! Finde ich gut. Baustelle räumen. Jetzt ist da ein Kranplatz. Gut, wie sieht's denn hier aus? Jobs. Gründung. Als mal liefern. Uiuiui. Ich würde sagen, ich baue schon mal einen Kran auf, ne? Ja. Nicht im Pritschenwagen, fahr zum Händler und dann kaufst du das Zeug, was auf Nee, meine wir Ladefläche fahren doch nicht mehr draufkommt. im Pritschenwagen. Ja, arbeitet ihr im Offflieger oder wie Na jetzt? Was klar. Oh Gott, ich habe gerade schon gesehen, wir brauchen soll mit dem 24 von Pritschenwagen solchen denn überhaupt noch? Deckenelementen. Ganz kurze Frage, wo ist der Kies hin? Kies ist Der verschwunden. Kies ist noch da. Bei mir ist der Kies verschwunden. Was ist denn stattdessen bei dir? Bei mir ist jetzt nur noch verdichtete Erde hier überall. Was kann sie hast du siehst du das auch dort? Ein Leuchten. Was? Stimmt. Spring. Ah, aus drum laufen. Oh. Da gibt es ein Collectible. Da müssen wir mal mehr drauf achten. Ich bin da. Oh, Warte. was brauchen Sie denn? Also wir brauchen zweimal Holz, eine Dampffolie und ein Bewehrungsgitter. Das ist Eine wahrscheinlich so für Dampffolie. die. Eine Dampffolie. Also wenn wir noch mehr davon brauchen, also du kannst, warte mal. Betreten. Hier stehen Filtern. auch bei einigen Artikeln da 0 von 1, Naja, 0 von hier. 6 und sowas. Bewehrungsgitter. Ja, Dampffolie. Bewährungsgitter Das habe ich Holz einmal. kannst du gar schon 4 drauf tun. Ja, 4 wird mir auch angezeigt. Filter mal nach F. Drück mal F. Damit Ah, kannst okay, da du. habe ich nur die Artikel, die ich brauche. Genau. Okay. Und Warte mal, ich jetzt ist kaufe halt das die. mal und dann Ja. schau mal, wie viel noch übrig ist bei dir an Platz. Wo kann ich ihn kaufen? Du Ach, hier ist musst eine Kasse. oben umklicken, ja. Oben umklicken. Liefern an Hof automatisch beladen. Jo, genau. Also, na das Ding ist, wenn wir jetzt halt noch mehr dazu kaufen, dann stapelt das halt drüber. Das ist ja nicht schlimm. Jo, okay. Boah, ist ein voller Müssen wir nur Trailer schauen, jetzt hier. dass wir nicht zu viel kaufen. Ja, das sagt ihr dann aber auch, wenn das nicht mehr drauf passt. Also daher. Ich würde sagen, ich fahr mal. Oder? Oho. Oder? Na komm, die Strecke, die geht. Da fahren wir mal. Willst du mit an Bord kommen? Ich bin an Bord kommen. Mal kurz transportieren, ne? Du, Guten du, Tag, du, da sitze ich du, drinne. du. Man kann übrigens die Blinker sind mit 5 und 6. Hat das schon mal einer Mache ich nur erwähnt? nie, weil es mir zu umständlich ist. Und weil den Blinker manuell wieder ausmachen muss. Oh, Junge, du hast kein Auto, du hast einen Trailer, du musst viel ausholen beim Lenken. Meinst du? Der kannst dich alles mitnehmen. Warum nicht? Gehört sich nicht. Ja, genau, so schön ausholen. Guck mal, da ist ein Stadttor. Das habe ich noch nie gesehen. Wir sind da.
Und habe einen großen Kran, der keine Lampe hat. Ich hole schon mal Beton und die. Haben wir schon eine Betonpumpe eigentlich? Betonpumpe haben wir, glaube ich, noch nicht, nee. Aber wir brauchen jetzt als nächstes eine Betonpumpe und Beton. Aha, ja, gut, wir bauen auch gerade halt die Fundamentschalung, also daher. Ja. Das baut man nämlich aus Bewährungsgittern und Dampffolie. Ja, also Betonmischer haben wir. Und keine Betonpumpe. Soll ich mal eine kaufen direkt? Ja, es gibt, glaube ich, sogar eine von MLN. Das ist eine Puzzlearbeit hier. Bitte, ich bin einmal umgekippt gerade. Ich würde mir irgendwie so, zumindest, dass es, also es ist Boah, ja schon... Kannst du das Menü zurücksetzen? Ja. Wie bitte? Kann Fahrzeug über das Menü zurücksetzen? Man kann Fahrzeug über das Menü zurücksetzen, ja. Aber nee, ich kann mich auch übers Menü reinsetzen und jetzt wieder zurücksetzen. Okay, wir haben eine Betonfundament. Wie nennt man das? Schalung oder so? Keine Ahnung. Ja. Ich nicht habe viel Ahnung von Bau. Ich kann sogar die Pumpe aufbauen. Das stimmt. So, Betonpumpe. Der Betonpumpe arbeiten dann. Ja, das ist lustig, mit dieser Pumpe zu arbeiten. Also pass auf, wir haben, ich habe hinten, habe ich da so eine Klappe. Und in diese Klappe ja, und musst da muss du das Zeug reinspieben. Genau. So funktioniert es. Aber du hast keinen Tank, deswegen muss ich da dauerhaft Zeug reinlassen. Oder einen kleinen Tank oder so. Genau. Soll ich mich hier oben hinsetzen? Ja, ne? Ja. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie sich die Stützen ausfahren. Und wie nah ich da dann hier dran fahren kann. So. Na, ein Stück geht noch. Aber nicht so weit, nicht so weit. So. Das passt doch super hier. Okay. Pass auf, jetzt fahre ich den Arm aus. So, das ist der erste Arm. Jetzt fahre ich den zweiten Arm aus. Wo auch gleich der dritte dranhängt. Also ich drücke gerade nur Pfeiltaste nach oben, ne? Die Klappe hinten aufmachen. Ja, gleich. So. Ich kann schon mal drehen. Und dann gibt es auch noch den Arm hier. Das ist ein Pfeiltaste rechts, links. Das ist so ein Riesending, ey. Na gut, brauchst du halt auch, ne? Wenn du irgendwie so eine Decke ja, gießen willst. Ja, du Häuser ganz oben betonieren. Ja. So. Dafür habe ich jetzt nämlich auch mal ein bisschen in Betonviskosität gespielt. Was? Du kriegst Beton. Ja. Platsch. Wunderhübsch. Hoch hinaus. Wer braucht schon große Kräne, wenn er Betonpumpe hat? Ja. Oh, und Schnellhärtebeton natürlich. Palette Betonschalung. Sag ich doch, wir hätten andere nehmen sollen. Nee, haben wir nicht. Wir müssen erstmal abladen. Na, mal schauen, was wir noch alles brauchen, ne? Also, wie viele Holzbalken wir noch brauchen, was für den anderen Zeug wir noch brauchen. Willst du nicht mal Kran fahren? Hä? Willst du nicht mal Kran fahren? Kann ich machen.
Rum. Erste Spritztour, 90 von 100. Betreten. Zack, automatisch beladen. Kaufen. Oh ja. Und zurück zur Baustelle. Rum, rum. Ah, genau, wir werden jetzt nämlich gleich wieder die Betonpumpe brauchen, weil die Betonschalung, die Wände werden wir jetzt auch aus Beton gießen. So klingt sind das jetzt zumindest. Fertig, Wände? Geht das? Nee, nicht ganz, oder? Ah, okay, gilt. Finde ich gut. Achso, F. Oha. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt hat's geladen. Die kannst du mit dem Betonkipper gar nicht mehr machen. Ja, dafür brauchst du dann auch die Pumpe. Dann bringe ich die gleich mal wieder in Stellung. Zack. Da kann ich ja jetzt eine Weile draufhalten, oder? Ah, guck mal, wenn ich jetzt hier V drücke, dann sieht man auch sehr schön. Dann sieht man sehr schön, wie sich das hier alles auch so ein bisschen verteilt dann noch. Ach Gott, die Säulen muss ich ja auch alle einzeln machen hier. Muss ich die erstmal treffen? Ja, der Herr will natürlich perfekte, so ordentliche Säulen haben. Naja, die muss ich erstmal treffen, die Säulen hier. Mit so einem Riesengerät. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, sonst müssen wir Sonntag weitermachen. Ja! Hey, so. Wände sind fertig! Wände sind fertig! Yay! Ah, andersrum lenken. Ach, es fehlt noch Säulen. Ach, muss Säulen. Naja. Gut, dann kriegst du den Beton. Die Motherfucker, die gibt's auch. Gut, dann kriegst du wieder keinen Beton. Fertig mit Fabrik. Betreten, hier. Ja, steht überall da, Ort fertig von Fabrik. Dann lade ich das einfach mal. Dann lade ich das, na gut, das ist ja aber hier Fertigwände. Das ist ja nicht das, was ich brauche. Jetzt habe ich Fertigwände geladen. Na toll. Hier müsste es alle bei der Fertigwandfabrik geben. Eigentlich, ja. Ein Rätsel. Also steht halt auf Fertigwandelement Beton und nicht Holz. Die sehen zu groß aus für einen Fahrstuhlschacht. Naja. Sind noch nicht die richtigen. Ach guck mal, da steht's doch! Da steht's doch! Das steht schon hier auf der Baustelle neben dem Kran. Oh. Ja, moin. Eieieiei. Gut. Da hätten wir es auch geklärt. Das wurde so nebenbei gegossen. Ja.
Tada! So, jetzt war den gesamten Kellerabschnitt hier beendet. Jo, aber wie es dann hier weitergeht, 400.000 haben wir nochmal bekommen. Wir haben jetzt 1,5 Millionen, glaube ich, bekommen jetzt, ne? Wie es dann hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.